ist der Kamelpark, der macht gerade die Kacke weg. Kann man drauf reiten, aber muss man nicht. Ja, kann man, da geht man so her, das ist wahrscheinlich da so ein bisschen die. Ja, man sieht nicht sehr viel jetzt gerade hier, aber es ist nicht so mein Fall. Weil hier ist auch noch die Aloe Vera von uns im Rad. Die Kaktusse. Das ist der Raum hier. Wie gesagt, der wartet noch auf den, ja. Und dann fährt er uns dann wieder zum Hotel zurück. Da ist mein lieber Herr Sohn. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Hotel wieder. Ne? Ja, wir sehen uns. Diese Kamele gefilmt noch. Ein paar Minuten, aber. Ja, wie gesagt, die Kamele. Hier könnte man zum Zoo. Ja, was soll ich jetzt großartig filmen hier? Alles klar. Die Kamele. Das ist geil, wie das ist. Das ist gut. Hallo Justin. Hier war Kamelchen. Das sind das Trommeldare. Eins von beiden. Das ist ein Trommeldar, ne? Die Kamele haben zwei Höcker, das ist ein Trommeldar. Naja, okay, ja, ist auch scheißegal. Na, Justin. Wir warten jetzt auf die Gruppe, dass sie mit ihren Kabinen geritten sind. Und dann fahren wir uns zum Hotel. Ja. Aber ein bisschen gerade mal ein bisschen mehr. Die Location filmen noch. Das sieht echt heftig aus. Also, da fühlt man sich wie irgendwie, keine Ahnung. Brasilien oder Bud Spencer, ne? Das wäre was. Die sind auch so, ja. Solchen Sachen gewesen, keine Ahnung. Will der spielen? Nein. Ist auch nicht. Vielleicht will der Justin Will der spielen? Nein? Ist auch nicht. Wie gesagt, wir warten jetzt, bis die Gruppe die Kamelen weg sind. Okay, dann geht's an. Also nochmal, wir waren auf den im Auto, da so, ja, haben da so gestanden. Und das war geil. Und sowas kannst du nicht in Deutschland bringen, gar nicht. Aber, und dann hat er gesagt, und dann hat er irgendwann gesagt, ja, jetzt müsst ihr euch hinsetzen, anschnallen, sonst kommt die Polizei. Das wäre nicht gut. Ich fand's geil. Ich fand's auch super cool. Ey, war super cool. Hat super viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Wie gesagt, wir warten jetzt noch gerade auf dieser Kamelreiter. Uninteressant. Ja, für uns. Vielleicht für andere, ja. Wir wollen das jetzt nicht ganz mies machen, weil die Leute, die wollen ja auch ein bisschen verdienen, aber trotzdem. Ja, Pferdereiten, das hätte ich gemacht.
Genau. Genau. Pferdereiten. Ich wünsche euch was. Bis gleich, okay. Jetzt mache ich wirklich mal Schluss. Wir warten hier, das ist das Problem. Deswegen habe ich einfach nur wieder als Kameramann gemacht. Das ist es. Ja, okay. Jetzt ist spannend. Im Hotelzimmer zurück. Ich habe mein Handy geladen, habe geduscht, weil wir waren doch voller Staub ohne Ende. Oh, ja. Vielleicht kann man es hinten sehen. Da hinten ist ein Tanker. Jo. Ja, man sieht es nicht so, oder? Ganz hinten sieht man es. Also naja, auf jeden Fall. Ich drehe da gleich rum. Also hinten ist ein Tanker. Wir werden jetzt gleich mal einen Ort besuchen. Das war bei, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ich heirate eine Familie, da war eine Folge, die 9. Folge, da waren die auf Gran Canaria, hier in der Nähe. Und da gehen wir nochmal hin. Wir waren gestern schon da und haben es gar nicht gewusst. Und dann machen wir mal einen Film drüber, wie das da aussieht. Ich guck mal, ob ich dann so eine kleine Szene reinschneiden kann, mal andersrum. Das vielleicht kriege ich das hin, dass da nicht YouTube sagt, Aber das war genau hier, eine Fernsehsendung vom ZDF damals. Ich heirate eine Familie. Vielleicht kennt ihr das noch, also einige von euch. Da gehen wir jetzt mal hin. Und ich warte, ich zeige es noch das Schiff. Okay, man sieht es noch so ein bisschen. Das ist der Tanker, ist das ja. Er kommt aber immer näher, meine ich. Der war weiter weg. Ja, der kommt immer näher. Also da ist irgendwo was und auf der anderen Seite bei uns was. So, Justin, ich würde sagen, Justin macht sich gerade hübsch. Oh, ey, feiner Bauch. Ich habe noch so einen Rollbauch. Ja. Hey, Mädel, ist erst noch frei. Wenn er mich haben wollt, guck. Okay, ja, dann gehen wir mal los. Okay, dann gehen wir los, Justin. Alles klar. Nein, na klar, gehen wir los. Aber es ist trotzdem geil hier, oder? So. Gut, wir gehen jetzt raus.
Wir warten auf die nächste Welle. Vielleicht kriegen wir eine Delle. Okay, jetzt sind wir hier, wo die ich heirate eine Familie. Das ist das Hotel, wo die drinnen geschlafen haben. Genau. Weg war gar nicht da. Der Weg war hier nicht da. Nee, da war alles Sand, Erde. Genau, der Sand müsste hier gewesen sein, also hier. Weil jetzt, ich glaube, das war so eine Ecke zu sehen, auf jeden Fall. Richtig. Ich kann gleich nochmal die Szene mal angucken nochmal. Auf jeden Fall, die müssen hier hinten irgendwo, hier müssen die irgendwo gesessen haben, oder da? Ich muss mir die Szene gleich noch, aber das ist das Hotel hier. Ich glaube, das habe ich jetzt, wahrscheinlich die Szene jetzt links eingeblendet, vielleicht. Mal gucken. Da war so eine Ecke zu sehen. Auf jeden Fall muss hier so auch so das Teil, wo an der Seite der sitzen. Ich meine, die hätten hier gesessen. Ich glaube, so war das zu sehen. Ja, so müsste das. So ungefähr. Ich guck mir gerade mal die Szene an. Okay, ich habe jetzt ein Bild geschossen. Das sieht jetzt so aus. So, das ist das Bild. Die müssten hier gesessen haben. Hier ungefähr. Warte, ich schicke das Justin mal gerade rum. Meint da hinten? Ah ja, vielleicht hat er recht. Vielleicht hast du recht, Justin. Was? Kann sein, ne? Ich glaube, ich habe dir ein Bild gerade zugeschickt davon. Hol mal gerade raus. Stimmt, das müsste von hier. So, ja. Also es könnte auch hier sein, so, dass die hier gesessen haben. Da war das hier noch nicht da. Oder? Ja, weil hier, ne? Hier das Ding und dann ist rüber. Ja, da hast du recht. Okay, das könnte sein. Also das könnte das Hotel sein. Ich mache hier auch mal ein Fit-Foto von Jungle Look. Hotel. Ja, genau, das ist das Hotel, wo die gedreht haben. Hier saßen die ungefähr. Dann sind das hier die Steine, die zu sehen sind. Dann ist die wahrscheinlich mit der Kamera hier rübergegangen. Genau. Geil. Ja gut, da haben wir jetzt eine Location gefunden von einer Filmszene. Ich find's geil. Ja. Ich find's auch super gut. Na, super gut, ne? Ja, es ist Sturm wieder ein bisschen, ich weiß. Aber es ist die Location, geil. Gut. Also wer die Serie kennt, der hat sich verpennt. Ja, der kennt die noch von den 80er, nee. 70er Jahren, 80er Jahren. Ah ja gut, da war ich sehr klein. Also der Justin hat's auch geguckt. Weil ich bin jetzt ein bisschen nass geworden. 80er Jahre, glaube ich. Nee, 80er. Muss ja, gut, 80er. Naja gut, alles klar. Ich wollte doch sagen, der Schluss geht dann so, ja. Die filmen dann hier so und dann sitzen die dann da. Und dann machen die so. Hier sind noch Steine gewesen. Wahrscheinlich schon das Meer noch weiter zurück durch die. Ich sag jetzt halt nicht so. Wir meinen wahrscheinlich die Steine hier überall, die jetzt unterm Wasser sind. Keine Ahnung. Oder die haben sie abgetragen. Das kann auch sein. Weil hier hinten sind so Steine. Sein Gebilde. Wahrscheinlich haben sie es hier abgetragen. Wahrscheinlich haben die es abgetragen.
Also der Sonnenuntergang sieht gut aus. Ich hoffe, jetzt kann man das sehen hier. Die Sonne geht da runter. Das war geil. Ich bin jetzt hier gerade die Strandpromenade wahrscheinlich. Hier ist jede Menge los. Und ein paar Liter. Wir haben jetzt gerade was. Naja, das habe ich alles schon für dich. Wir gehen jetzt gleich mal. Hier ist mal was Frühstück. Was abends ein bisschen was essen. Und dann gehen wir mal in die Stadt da rein. Ja, Papa hat mal wieder Hunger. Hunger, Papa hat wieder Hunger. Ich natürlich auch. Ne? Was denkst du? Gut, ich würde sagen, wir nehmen euch gleich mit in Richtung Stadt. Oh, die Sonne, die geht ganz unter da. Krass. Ja, ein bisschen nicht mehr zu sehen. Okay, so, jetzt haben wir wieder was zu essen. Ich habe hier dieses Reis, Fleisch und dieses Gemüse. Und Justin hat auch Fleisch, Reis. Ich habe leider keine Gabel. Scheiße. Keine Gabel? Nee. Dann nimm da einen drin. Nimm einfach. So, jetzt wünsche ich euch beiden guten Appetit. Ich gehe jetzt noch gerade was zu trinken holen, würde ich sagen. Hola. So, ich habe jetzt auch Nachschlag geholt. Das ist hier Milchreis. Dann haben wir hier Frischcocktail. Eine Ananas. Und flambierte Bananen. Oh, das sieht auch. Guten Appetit. Dankeschön, dir auch guten Appetit. Läuft euch das Wasser im Mund zusammen. Mir auch. Guten Appetit. Hey ho, kleiner Stern. Warum kommst du durch das Fenster rein? Nimm doch die Tür. Ja! Okay, so, jetzt sind wir mal einfach mal aus dem Hotel gegangen und haben gesagt, nein. Wir haben gesagt, so, wir gehen jetzt mal hier ein bisschen, einfach mal gucken, so ein bisschen Gran Canaria bei Nacht. Genau. Und jetzt gehen wir einfach mal ein bisschen, einfach die Straße mal entlang. Einfach mal und dann irgendwann kommen wir nach Köln. Oder nach Frankfurt, aber ist ja nie, ne? Ist ja nie. Endlich aber mal Gran Canaria. Jetzt genießen wir mal Gran Canaria am Abend. Genau, bei Nacht. Genau, oder am Abend. Also, wo ist denn der? Ja, wir haben momentan nach 20 Uhr. Alles nach der Fahrt haben wir geduscht, ich habe ein bisschen da gefilmt, ja. Juhu. Haben wir gegessen. So meine ich auch nicht. Juhu. Und jetzt gehen wir mal einfach mal ein bisschen entlang hier. Oh, ist das schön. Und dann zeigen wir Gran Canaria ein bisschen bei Nacht. Ja. Haben wir ja schon mal ein bisschen was gemacht, aber ja. Wir gehen jetzt am besten hier mal rüber. So, da hinten leuchtet alles schon. Hier entlang. Dong. Ich weiß, hinten war diese Einkaufsmeile, meine ich da. Ist das schön ruhig hier in Gran Canaria. Ja, einfach mal. Und wir gehen einfach jetzt. Nacht, wie du schön sagtest, um 21 Uhr. Hm, ja. Alles klar. Mitten in der Nacht. Also, meine Uhr zeigt 10 Uhr an, das ist aber deutsche Zeit. Wir haben hier eine Stunde. Eine Stunde zurück. Ja, 21 Uhr.
jetzt erleben wir Gran Canaria am Abend in der Nacht. In der Nacht? Ja. Am Abend? Krass. So. Der Big Löwe hat gesprochen. Der Big Löwe? Justin zu Löwe. Pro Mahlzeit. Ja, ja, ja. Ich geh doch schon. Ein bisschen hier mal filmen. Da jetzt innen irgendwas am Leuchten. Oh, sieht geil aus. Alles. Dieser Park sein, ne? Ja. Ja. Holiday Park. Holiday Park, der ist da ganz hinten. Ne? Da waren wir gestern. Da waren wir. Ich mach mal ein Foto. Hier wieder am Leuchtturm angelangt. Ja, man kann nicht viel also filmen. Das ist nach Filmen. Also ich bin jetzt ein bisschen da hinten rumgelaufen. Das ist alles das, was wir schon alles gefilmt haben gestern. Wir gehen mal da rein. Aber es ist mehr so zum Einkaufen alles jetzt hier. Morgen haben wir wieder mehr vor. Was haben wir denn da? Also das ist das Hotel, ne? Ja, ein Hotel. Eingang für ein Hotel hier. Genau. Boah, guck mal hier. Guck mal da. Boah. Gleich schön so ein bisschen hier. Boah, auch schön. Krass. Aber gehen wir mal hier weiter. Aber das sind alles so Einkaufsmeilen hier. Ne? Also, du kannst auch hier sehr viel einkaufen gehen. Sehr viel Geld ausgeben. Ja, Optimos. Hier, ist das nicht Optimos gewesen, was wir gekauft haben? Ja, guck mal, Lippenstifte. Das ist schon mal alles gekauft hier. Klamotten ohne Ende. Schmuck kaufen, ey. Ah, ohne Ende, ey. Schmuck, Essen. Hotel. Okay, wir
wir gehen mal ein bisschen weiter hier. Hier ist eine voll die Show. Ich habe jetzt auch hinten, ne, dieses Hotel fotografiert. Das sieht auch total geil aus. In der Mitte so ein Weihnachtsbaum, total geil. Das ist Café de Mar. So sind wir hier wieder am Meer. Aber ein bisschen mehr mit Licht, ne, Justin? Wieder was zum Einkaufen hier. Lacoste. Da geht es schon wieder nicht weiter. Da geht es nicht weiter. Schade. Ja, der hat ihn gerade da weggejagt, der Security Typ. Die durften nicht gucken. Ja. So, wir beenden jetzt den Tag mit, ich habe einen Tequila Sunrise. Cola. Wir beenden den Tag. Das war jetzt Tag Nummer? 4. Nummer 4. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Nee. Ist unser dritter Tag. Dritter Tag haben wir morgen erst. Okay, und morgen geht's weiter. Wir machen jetzt hier mit dem Video beenden. Ich danke fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir sind ein bisschen rumgelaufen. Aber wir waren trotzdem ein bisschen total fertig eigentlich. Wir haben Gran Canaria bei Nacht schön erkundet. Ja, ein paar Videos haben wir schon gemacht bei Nacht. Das haben wir. Wunderschön geworden. Okay, ich sag einfach mal jetzt bye-bye. Ich beende jetzt das Video für heute. Und ich danke fürs Zugucken und auf euch. Auf euch. Tequila Sunrise, geil. Gut, bis morgen. Morgen geht's weiter. Morgen gibt's auch wieder ein geiles. ich mache euch heiß damit. Morgen machen wir eine U-Boot-Fahrt. Schaut rein und bei sagt ja. Also nicht verpassen. Bei sagt ja. Genau. Und ihr seid ein Treasure. Seid euch unterwegs und ja, von den beiden Homies. Ich bin fertig, absolut. Ich werde mich jetzt hier zurücklegen. Man merkt es. Ja. Bis dann, euer Sai. Bye bye, Baby. Rock'n'Roll. Rock'n'Roll und du brauchst jetzt Alkohol. Hat er ja eh.